Neuer Ort entdeckt, Erdrutsch. Ich weiß gar nicht mehr, wieso wir denn hier lang gelaufen. Problem ist halt, wir können halt nicht springen, ne? Ich habe auch schon überlegt, Ronki, wenn wir den Story Mode, also alle vier Kapitel, die bis jetzt da sind, durchhaben. Ob ich mich dann vielleicht mal an dem Survival Mode probiere. Vielleicht lasse ich euch sogar abstimmen, welche Schwierigkeit. Mal gucken. Mal schauen. Ich bin noch mal am gucken, ob ich für Halloween noch mal ein paar extra Alerts einfüge. Ich muss mal gucken. Oder ich mache das mit den Sounds, was ich da machen wollte. Mal gucken. Ich bin da noch am Durchgucken, wie das funktioniert alles. So. Wir sind wieder im nächsten Bereich. War hier nicht auch noch irgendwo ein Schatz? Ah, genau, da unten. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal komplett durch. Und wenn wir dann hier vorne sind, gehen wir einmal runter. Ich glaube, das klingt nach einem Plan, ne? Ja, denke ich auch. Ja, okay. Gotta stop that bleeding. Das war nicht so gut. Erste Hilfe, wir brauchen verwenden. So, dann Infektionsrisiko. Dann haben wir verstauchten Knöchel. Und wir brauchen Schmerzmittel. Halt, 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 halt. Oh, schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Schon wieder daneben geschossen.
Alter, da komme ich gar nicht rüber. Da hinten kommen auch noch mal Waggons. Da müsste eigentlich auch noch mal ein Wolf sein. Da liegt ein Hirsch in der Mitte. Da liegt auch ein Hirsch. Aber wir haben ja keinen Hunger. Aber ich habe kaum Leben. Wolfi. Überschreiben. Konnte man sein Leben nicht mit den Schmerztabletten? Nee. Oh, da rechts ist schon wieder ein Wolf. Problem ist, du kannst hier nicht über das Eis laufen. So. Ja, und da ich keinen Platz habe für Fleisch, vergammelt der jetzt. Ja, wir haben die letzte Mal alle nicht getötet, sondern die haben wir alle verscheucht, ne? Mit der Funze. Und jetzt sind wir noch? Ja. Ein bisschen noch. Hier könnten wir uns eigentlich aufwärmen, wenn wir ein Waggon oder irgendwas. Hier, ne? Ja. Könnten wir alles nicht mitnehmen. Wärmen uns mal eben kurz ein bisschen auf. Können wir mal kurz was essen? Cracker? Ne, ich glaube hier unten war. Hier.
würde ich sagen, machen wir uns mal kurz einen Kräutertee warm. Gleich wieder warm. So. Gleich weiter. Ein bisschen noch. Da vorne muss irgendwo das Versteck sein. Das würde ich halt gerne mitnehmen, wisst ihr? Meter zu laufen und da vorne kommt der nächste Wolf. Ausruhen, schlafen. Es reckt halt sehr langsam. So, da ist der Turm und dahinter muss das Versteck sein. Da liegt auch ein Hirschschwanz. Muss halt immer so tierisch aufpassen. Du kannst überall einbrechen. Hier auch.
So, wo haben sie es hingepackt? That's what I'm looking for. This'll come in handy. Ja, ich bin halt zu doof zum Laufen. Wir sind halt ein bisschen doof zum Laufen. Ich war zu weit oben. Wie, die Behandlung war wirkungslos. Ja. Jetzt besser, ja. Ja, ich musste mich ausruhen, ich weiß. Wir haben keine Zeit. Wir wollen ja... Wir wollen ja zurück. Und der halbe Tag ist auch schon wieder vorbei. Mein ganz zurück werden wir es nicht schaffen. Ein Stück wenigstens. So. Vorne war irgendwie Wolfi, ne? Oh, jetzt müssen wir gleich wieder einen Berg hoch. Ich habe mir gerade schon die Hand was verstaucht, weil ich versucht habe, eine kleine Schräge zu laufen. Bin ich hier richtig? Ja. So, da sind die Schienen.
Ah, not feeling so cocky now, huh? And all it took was for me to go full on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Weiß er, dass ich den Speer habe? Weiß er, dass ich den Speer habe? So. Gut, wir sind jetzt wieder am Rätselsee. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir da oben? Ne, wir sind hier unten. Wir müssen dahin. Könnten es wohl doch nach Hause schaffen, war das so dunkel. Und da ist wieder ein Wolf. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, komme ich da hoch? Ich bin schon ein bisschen müde. Rauf geht meist noch, runter ist es schwieriger. So. Na, mal gucken, was er gleich sagt. Überleg gerade, sollen wir noch einen Hirsch mitnehmen? Wir sind ja fast zu Hause. Ja. Nee. Hat sich dann wohl erledigt mit Hirsch. Wobei, die sind ja nicht weg. Ich brauche halt zu lange zum Zielen, ne? Hallo. Och, Tana.
Nee, komm, lass. Das wird nix. Das wird nix. Oh, hier haben wir auch noch unser Schlafsack. Hier haben wir auch noch Kram und ich glaube drinnen ist auch noch Kram. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. More powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Well, let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time, we can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Oh, nicht schon wieder. Okay. Well, ich ahne es. You get me two, maybe three of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Hmm. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. Promise. Okay, I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Let's get on with it. Kapitel 3, Rauschen. Sage mir nicht, ich darf wieder Doch, ich darf wieder zurück. Also hier ist auf jeden Fall noch der eine Schatz, den wir holen müssen. Hier, wir müssen jetzt wieder zurück und müssen an diese Türme.
Hätte er uns die Quest nicht vorher geben können? Oh, wir haben noch zwei Verstecke, ne? Hier die beiden. Hätte er uns das nicht vorher sagen können? Können wir nochmal mit ihm reden? Nee. Oh, warte. Das Feuer läuft. Der ist leer. Nee, ich habe, glaube ich, nur draußen Sachen, ne? Die Wettsteine sind alle kaputt. So. Garn. Ich mach mir erstmal 62, 63, 84. Oben mal den Kochtopf drauf. Und welches war denn jetzt das mit dem? Das ist schon geschmacklos, ne? Gar. Schweinefleisch mit Bohnen. So, dann machen wir uns mal ein bisschen Wasser. Ja gut, das heißt, wir müssen wieder da raus. Den ganzen langen Weg lang. Können wir hier im Bett eigentlich schlafen? Nee, ne? Ah. Aber er hat Holz. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir hier Feuer haben. Ach, Kinders. Hätte er uns das nicht vorher sagen können? Jetzt schickt er uns den ganzen Weg wieder zurück. Einmal im Kreis. Und wir müssen immer aufpassen, dass es der Bär nicht am Arsch hängt. Vor allem dieser eine Turm, der war ja auch so, meh. Essen. Bringt uns das ein bisschen was? Ja, ein bisschen. Wollen wir uns noch einen Kaffee machen? Wir haben kein Wasser. Müssen noch mehr Wasser. Das hier trinken wir gleich. Das trinken wir jetzt erstmal. Das ist ja nicht trinkbar. Nehmen. So, jetzt können wir uns einen Kaffee kochen. Ein Gessel Kaffee, Hockey. Erstmal ein Kessel Kaffee. Was machen wir denn jetzt zuerst? Ach, da ist auch mal ein Versteck, ne? Die beiden. Wie spät ist denn das? Oh, mein Schlafsack ist draußen, ne? Kann ich meinen Schlafsack hier reinholen? Und den hinschmeißen? Hey, ich bin überladen, ich weiß. Können wir den hier irgendwo hin platzieren? Darf ich hier irgendwo schlafen? Nee, darf ich nicht. Das ist fies, oder?
Vor allem das nächste, wo ich schlafen kann, ist das Häuschen hier. Was ist das hier? Schüsse am See. Ach, da muss ich auch noch hin. Wollen wir uns dann erstmal zum Lagerbüro machen? Obwohl, das wird jetzt dunkel. Dunkel ist denn das? Es geht, oder? Aber wir sind überlastet. Wir müssen unseren Schlafsack wieder hier reinpacken. Oder? Irgendwas müssen wir hier rein. Da. Die brauche ich ja jetzt nicht. Hier noch irgendwas. Neset könnten wir mitnehmen. Habe ich hier noch Verbandstoff? Nee, aber im Haus müsste ich noch Stoff haben. Nee, deswegen bin ich jetzt zu schwer. Dann lass uns doch das Wasser da reinpacken. Ja. Und holen wir uns noch einen Kaffee raus. So. Dann lass uns mal zum Haus begeben. Theoretisch könnten wir dieselbe Strecke wieder zurück. Wobei da vorne war ein Wolf, ne? Weil bevor ich nämlich dann die Lager absuche und die Quest da, würde ich gerne vorher die Tasche noch leer machen. Dann würde ich fast sagen, wir gehen jetzt zum Haus. Und da könnten wir eigentlich Feierabend dann machen für heute. Ich wollte heute nicht ganz so lange machen. Und im Haus haben wir ja, glaube ich, auch noch Fleisch gelagert, wenn es nicht schon vergammelt ist. Aber da können wir wenigstens auch schlafen. Ich hätte ja gedacht, dass wir bei ihm einen Schlafsack auflegen können. Ne? Er will nicht, dass wir da übernachten. Naja, wenigstens haben wir da Feuer, ne? Mal gucken, ob zu Hause noch Verbände sind. Ich hoffe es. Vorsichtig. Vorsichtig. Rechts ist wieder ein Wolf. Weißt du, immer wenn du irgendwo zu den Schienen willst, sind Wölfe. Jetzt die Schiene. Auf der anderen Seite vom Hügel. Oh, ich will nicht schon wieder beim Hügel laufen. Das sind Krähen. Ah, noch, die laufen weg.
So. Da ist der Zug. Aber da müssen wir dann auch früh los, ne, wenn wir da die Runde machen. Weil wir können zwar in der Mitte nächtigen. Und für... Und wir müssen schauen, dass wir die Tasche leer haben. Ich weiß ja nicht, wie schwer der ganze Kram da ist. So. Ein paar Meter noch sind wir im Haus. Wir haben noch einiges zu tun, bevor wir hier wegkommen, wa? Liegt dann hier rechts? Oder ist es ein Ast? Das ist ein Ast. Links ist irgendwo ein Wolf. Auf dem See waren ja auch immer so viele, ne? Feels like night is coming. Ja. Wir hätten auch im Haus irgendwas zerlegen können. So. Wieder Wölfe auf dem Wasser. Sechs. So. Home sweet home. Ich sehe nichts mehr. So, haben wir hier noch Essen? Oh ja, aber das läuft alles ab. Bis auf das MAE. Egal. Da haben wir das. Guck mal, wir haben noch so viel Zeug hier. Oh, guck dir das an. Ja, Essen, es ist noch alle. Verbände, guck mal da. So, dann packen wir das Holz jetzt mal rein. Damit wir ein bisschen leichter werden. So. Haben wir erstmal. So. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Wie spät? Ja, wir hätten eigentlich noch ein bisschen Zeit. So, ich denke mal, die Bügelsäge werden wir wohl nicht brauchen unterwegs. Lass mal so gucken. Dich packe ich mal da rein. So. Die brauchen wir auch nicht alle. Dass man die nicht stecken kann, ne? So. Das packen wir auch erstmal da rein. Da müssen wir morgen mal gucken, ob der besser ist.
essen. Habe ich noch meinen Kaffee, der Tee. Hier ist der andere Tee. So wenig wie möglich zum Schlafen anziehen. So. Lass uns mal den Schleifstein nehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aktionen schärfen. Lass uns mal das Messer. Ah, schon bei 75. Muss sein Werkzeug pflegen, ne? 83, einmal noch, dann machen wir nochmal die Axt. 87. Ja, komm. Und weg ist er. So. Mein Gewehr. Huch. Nee. Aktionen. Reinigen. Warte mal, habe ich hier noch was zu trinken? Hatten wir hier nicht noch Wasser? Ja, okay, so viel bringt der jetzt auch nicht. Ne, wir haben gar kein Wasser mehr, wa? Müssen wir was Neues kochen. Ist die leer? Jo. Haben wir noch einen Kanister irgendwo? Auf jeden Fall nicht hier. Ja, komm, wir gehen mal nach oben. Das ist gerade wieder dieser komische Sturm hier.
Wenn ich jetzt aufwache, bin ich am Verdursten. Das ist nicht gut. Oh, ich hab Brand. Nehmen wir das. Ach komm, wir nehmen nur einen. Unten ist auch noch was. Aber so 2 Stunden gehen, glaube ich, nochmal. So. Ja, jetzt aber hell. Hab ich hier nicht noch was? Nee. Hab ich alles unten? Alles nur hier drin, ne? Okay. Und hier. Das MAE hole ich mir jetzt, glaube ich, mal raus. Weil verdorben. Nee. So, lass mal kurz gucken, was haben wir hier? Ja, da haben wir eh keinen. Ah, der Schrank ist voll. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal durchgucken. Passt auch nichts mehr rein. Hier passt es rein. Also hier, ne? Also Essen, Verbände. Haben wir auf jeden Fall Essen hier. Wasser können wir uns kochen. Das machen wir dann nächste Mal. Ach, guck mal, wir haben sogar noch den Energy. Ja, guck mal. Hammer, Hammer, Hammer. Gut, meine Lieben. Ich würde dann sagen, dass wir hier einmal Feierabend machen. Und dann werden wir